Die rote Beete ist ja nicht jedermanns Sache. Ich zeige euch aber heute eine Variante, wie das sowohl meine Tochter als auch mein Mann lecker findet. Und ihr bestimmt auch. Los geht's. Für unseren Couscous-Salat könnt ihr natürlich die schon vorgekochte rote Beete nehmen. Oder ihr macht es noch einen Schritt geiler, so wie ich. Ihr packt die rohe rote Beete in den Backofen und röstet die an. Und damit starten wir jetzt. 180 Grad. Ober-Unterhitze. Ich schäle die jetzt, weil ich mir die danach in Scheiben schneide. Ihr könntet die natürlich auch erst so in den Backofen tun und dann schälen. Dann lässt sie sich ein bisschen einfacher schälen, aber dann habt ihr nicht so schöne angeröstete Scheiben. Und weil heute nur der Couscous pink werden soll und nicht auch meine Hände, ziehe ich mir mal eben ein paar Handschuhe über. Und jetzt wird geschält. Ich habe schon die unterschiedlichsten Rezepte aus Rote Beete gemacht. Zum Beispiel Rote Beete Schokokuchen, Rote Beete Carpaccio, Rote Beete Smoothie. Was sind denn so eure Lieblings-Rote-Beete-Rezepte? Vielleicht auch noch so ein paar Sachen, die noch super ungewöhnlich sind, die man vielleicht noch so gar nicht kennt. Dadurch, dass ich die jetzt anröste, kriegen die geschmacklich nochmal so einen kleinen Kick. Die verteile ich mir jetzt hier drauf und dann kommt da noch ein bisschen Olivenöl und Salz drüber. Und damit wirklich jede rote Beete was abkriegt, werden die nochmal ein bisschen bepinselt. Salz, ab in den Ofen damit. Außerdem brauchen wir für unseren Couscous-Salat eine rote Zwiebel und die würfel ich mir jetzt ganz klein. Warum nehme ich jetzt hier eine rote Zwiebel? Es geht natürlich theoretisch auch eine weiße, aber für die Farbe macht das Rote natürlich auch noch mal was aus, denn das Ziel ist ja heute, so ein super pinkes Gericht zu bekommen. Ich nehme jetzt eine Pfanne, die schön groß ist, damit da gleich auch der ganze Couscous noch mit reinpasst. Ein bisschen Olivenöl und dann wird da jetzt die Zwiebel drin angebraten. Heute steht ja alles unter dem Motto Pink. Ich glaube sowieso, Color Cooking ist gerade voll das Thema. Ich glaube, da entwickelt sich gerade ein Trend, sodass man quasi alles in Grün kocht oder alles in Weiß, alles in Rot. Und was ja sowieso immer wichtig ist, je bunter, desto gesünder. Und je bunter, desto eher essen das auch die Kinder. Ne? Ich hole mir jetzt schon mal den Couscous. Der ist natürlich ganz nach unserem Motto heute auch in Pink. Außerdem rote Beetesaft, auch in Pink. Was ist denn hier los? Und die Brühe. Wir brauchen ungefähr einen halben Liter Flüssigkeit. Den mache ich heute zur Hälfte aus der Gemüsebrühe. Und zur anderen Hälfte aus dem Rote-Beete-Saft. Der Rote-Beete-Saft bringt natürlich nochmal ordentlich Geschmack und er hat halt auch die richtige Farbe, sodass der Couscous sich nachher auch schön mitfärbt. Die Flüssigkeit gebe ich jetzt zu den Zwiebeln. Ich gucke mal kurz nach der roten Beete. Ja, die ist noch ein kleines bisschen hart. Ich gebe da nochmal so 5 bis 10 Minuten. Jetzt gebe ich den Couscous dazu. Davon brauchen wir 400 Gramm. Jetzt kommt der Couscous in die Brühe. Die Brühe hat ja gerade kurz einmal gekocht. Das heißt, ich kann es jetzt ausstellen und das kann jetzt einfach so vor sich hinziehen. Also der Couscous muss jetzt nicht noch groß mitkochen oder so. Das zieht jetzt einfach so durch und dann kann sich der Geschmack voll entfalten. Der Couscous kommt übrigens aus Nordafrika und ist eigentlich nichts anderes als so ein sehr grober Hartweizengrieß. In Nordafrika wird er mal süß und mal herzhaft gegessen. Herzhaft habe ich hier auch schon mal gekocht. Das war dieser mediterrane Couscous-Salat, der war auch super lecker. Und süß habe ich selber eigentlich noch nicht probiert. Kennt ihr da ein gutes Rezept für süßen Couscous? Wie ihr seht, der wird hier immer mehr. Wird natürlich nicht wirklich mehr, sondern der geht einfach ein bisschen auf und deswegen wird hier die Masse mehr. Und er ist so schön pink. Ich schmecke den jetzt schon mal einmal ab. Vielleicht braucht er noch Salz und Pfeffer. Boah. Der ist schon gut. Aber der braucht auf jeden Fall noch Salz und Pfeffer. Wenn ihr jetzt an der Stelle merkt, dass er ein bisschen zu krümelig ist, kann man natürlich hier auch einfach noch mal ein bisschen Flüssigkeit dazugeben. Wenn er zu matschig ist, könnte man noch mal Couscous dazugeben. Bei mir ist aber perfekt. Ich gebe jetzt noch die anderen Zutaten dazu. Dazu gehören die Frühlingszwiebeln, der Feta-Käse, Orangenfilets und natürlich ein bisschen frische Petersilie. Fangen wir mit der Orange an. Die rote Beete ist ja eher so ein herbes Gemüse. Deswegen ist die Orange super, weil die dann so eine frische Süße dazu gibt. Das schmeckt echt super. Den Saft lassen wir natürlich nicht verkommen. Der wird jetzt noch mal einmal schön ausgepresst. Jetzt hole ich mir noch eine Frühlingszwiebel für ein bisschen Schärfe. Das Ende kommt ab und hier an dem anderen Ende schneide ich auch immer was ab. Da schneide ich mir jetzt so schöne Ringe. Die machen nämlich gleich optisch auch noch so richtig was her. Und jetzt kommt noch der Feta. Den würfel ich mir jetzt so ein bisschen. Ich gebe jetzt noch einen Schuss Zitrone hier rein. Jetzt hole ich mal die rote Beete aus dem Ofen. Wow. Riecht super lecker. Die hat so richtig schöne Röstaromen bekommen. Ich lasse die jetzt ein bisschen abkühlen, sonst kann ich die gar nicht anfassen. Und dann schnibbel ich mir die da noch mit rein. Ich gebe jetzt die ganzen Einzelzutaten dazu, hebe mir aber für die Dekoration von allem immer so ein bisschen zurück. Denn das Auge ist ja besonders heute auf jeden Fall mit. Jetzt der Feta. Außerdem die Petersilie. Und natürlich jetzt noch den Star der Show, die rote Beete.
Die sind jetzt in der Mitte super aromatisch und außen so ein bisschen wie Chips. Also super. Jetzt schmecke ich nochmal ab und dann wird angerichtet. Perfekt. Richte jetzt an. Und jetzt gebe ich von den Einzelzutaten einfach nochmal was oben drauf. Ein schönes Jahr, wenn man einmal alle Zutaten auch oben auf sieht. Guckt euch mal dieses schöne Gericht an. Da will man eigentlich fast gar nicht mit der Gabel rein, aber es riecht so gut, ich muss. So lecker. Ein bisschen cremig, ein bisschen knackig, ein bisschen säuerlich, ein bisschen süß. Das ist so eine rundum super, super Schüssel. Mit so einem bunten Regenbogengericht könnt ihr jeden von Roter Beete überzeugen. Versprochen. Probiert's aus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!